Und da sind wir wieder bei Let's Play Until Dawn, Rush of Blood. Ich setze sofort die Brille auf und es geht weiter. Ich habe nur eine kleine Aufnahmepause machen müssen, weil meine Motion Controller leer waren. Ich musste die erstmal aufmachen. Aber weiter geht das, Du kannst Leute. dich nicht ewig davor verstecken. Hinein ins Herz der Dunkelheit. Okay, hinein ins Herz der Dunkelheit. Das hört sich verdammt noch mal nicht gut an. Tschüss. Mach's gut. Was ist denn das Herz der Dunkelheit? Nein. Wie ich es in der letzten Folge am Ende angesprochen hatte, wir werden wahrscheinlich in die Geistermenschen kommen und das sieht verdammt noch mal danach aus und es ist extrem dunkel. Oh Mann. Oh Mann. Meine Hände zittern jetzt schon. Ja. Oh, ich habe jetzt schon Muffelsausen. Oh nein, das geht doch nicht gut hier. Das geht doch nicht gut hier. Okay. Hey, du Scheißding. Ja, hab dich. Oh. Kann ich den herschreiten? Wer bist du denn? Alter! Fick die Wand dann! Oh. Oh Mann. Ich hab den noch erwischt. Okay, fahren wir jetzt geradeaus? Wahrscheinlich, oder? Gott sei Dank, das Haus hörte sich nicht gut an. Ah. Komm schon. Ich will auch mit der eine Schrotflinte haben. Ihr Kackvögel. Oh, ist ja noch alles, ist ja noch alles, alles in bester Ordnung hier. Oh nein, ich tue schon wieder. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay. Oh. Oh. Lass deine Vögel bei dir. Das war super knapp. So. Oh nein. Oh nein, es geht wieder los. Die Motion Sickness kommt. Nein, okay, ich bin ziemlich resistent dagegen. Boah. Naja, okay. Hätte ich mal nicht so laut sagen sollen wahrscheinlich. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Habe ich den erwischt? Boah. Okay. Das kriegen wir hier alles noch gut hin. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, so mitten bei der Fahrt, da kann einem doch schnell schlecht werden. Oh, halt. Scheiße, das Tor hat mich erwischt. Naja, okay. Immerhin. Oh, meine Brille war. Ah, da habe ich doch hier. Der bisschen. Nein, 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 nein. Ja. So, Ruhe, Ruhe im Karton. Was haben wir da? War das jetzt schlau? Oh nein. Okay, ich glaube, den hätte ich später abschießen sollen. Da war bestimmt irgendwas drin. Na toll. Na super. Ja, da war bestimmt irgendwas drin, was ich hätte abschießen können. Warum fährst du jetzt so langsam? Boah. Nein. Hä? Oh. Ja.
Oh, gut, dass ich den gesehen habe. Aber warum fahre ich so... Und die Geräusche sind überhaupt nicht einladend. Okay. Okay. Uah. Oh, ich hätte... ich hätte mich ducken sollen. Okay. Na gut. Ab geht die Fahrt. Hey, hey. Ja. Na geht doch. Hotel. Wir sind im Hotel. Was? Ah! Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Okay, die Waffe scheint ziemlich effektiv zu sein. Oh. Ah, okay. Da kann ich bestimmt auch deren Fackel abknallen. Damit die dann direkt verbrennt. Och, Alter. Ey, ohne Witz, Leute. Ich zitter am ganzen Leib, ne? Oh mein Gott. Ja. Das Schwein ist gerade durch mich durchgekommen. Nein. Auf. Oh. Ach, hier rum kann ich gar nicht fahren. Okay. Das habe ich gerade umsonst verpasst. Boah, mir geht echt die Pumpe, Leute. Oh, hier ist ja gerade ganz ruhig. Das ist ja recht einladend, aber mir geht wirklich die Pumpe. Das. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, den schon mal provisorisch die Köpfe abzuschießen. Okay. Okay. Alles okay. Ganz ruhig. Nette Geräusche. Ach, liebe Leute. Was haben wir denn hier? Wir sind bei 331.515. Ob das auch gut sein mag oder nicht, kann ich nicht beantworten. Ja, ich glaube, wir machen weiter damit. Hey.
Wow. 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 Wo kommt der denn her? Oh nein. Boah. 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 Ey, du stehst ein. Nein. Boah, die stehen auch direkt vor einem, ne? Boah. Boah, ist das eklig. Ganz übel. Was willst du denn jetzt wieder? Hör auf, mit den Vasen zu spielen. Das waren kostbare Antiquitäten. Okay, ist ja gerade die... Ich guck nicht zur Seite. Nein, ich guck nicht zur Seite. Ich habe einfach zu viel Angst. Oh mein Gott. Oh nein, das... Was auch immer hier jetzt passiert. Was? Mein Herz klopft wie wahnsinnig. Boah. Ah, ich kann die Lampen doch zerschießen. Hey, ihr geht ja trotzdem noch weiter. Ah, okay, ich muss die so anscheinend töten. Alter, wo kommst du denn her? Okay. Das sieht nicht gut aus. Au, 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 ah. Ich bin tot. Alter, übel. Was war das denn? Ach, okay, nochmal, Leute. Ob ich die Waffen auch im Nachhinein noch nehmen kann? Ich glaube nicht, oder? Wir bleiben hier vorne stehen. Despawn die? Wir bleiben hier vorne stehen. War schwierig. Scheiße, ich muss irgendwie in die Stimme haben. Scheiße.
nicht erholen. Boah, Alter. Ah, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja, war klar. Nein, nicht mit mir. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ah, wir sind wieder im Sanatorium. Ich glaube, dass du dich schon bald komplett erholst. Du bist ein komischer Doktor. Oh, das war's. Oh, Halleluja. Meine Güte. Das war heftig. Also die Großmenschen, die hat mir doch schon ein bisschen was abverlangt. Ich habe das Geheimnis leider nicht gefunden. Schade. Aber okay, trotzdem eine 1. Auch bei einer Trefferquote von 51%. Oh, Leute, es ist mega heiß hier bei mir. Der Computer läuft, die PlayStation läuft und es sind 31 Grad draußen. Das ist echt übel. Und ich bin Zweiter im lokalen Netzwerk und 910.520. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Zacktiller? Meine Güte. Harter Tobak. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Wir machen das Ganze mal so. Okay. Und es geht weiter, liebe Freunde. Na, 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 na. Wir wissen doch alle beide, dass an der ganzen Verwirrung alleine das Gas schuld ist. Starkes Zeug lässt dich Dinge sehen. Aber keine Angst. Okay. Wir bringen dich zu einem Spezialisten. Und ich weiß auch schon wo. In einer hübschen Klinik, gar nicht weit von hier, mit echtem Spitzenpersonal. Ja, jeder Spezialist, den man sich denken kann. Die sind sogar spezialisiert auf spezielle Fälle. So wie dich. Hm. Na, was sagst du? Gönnst du dir eine kleine Behandlung? Wir wollen doch jetzt nichts riskieren. Nein. Ich weiß nämlich genau, wo du mich hinschicken willst. Ich will nicht ins Sanatorium. Okay. Jetzt geht's zu dem ist Kerl also. Alles klar, ich hab dich ja auch schon ohne Maske gesehen. Ich bin gespannt. Also das eben war auf jeden Fall schon heftig. Boah. Echt jetzt? Hey! Oh nein! Oh nein! Was für eine Strecke habe ich gewählt? Ja, das war ja so klar. Das war ja so klar. Ihr Killermöwen oder Killertaufen. Taufen. Auch nicht schlecht. Das sind Köpfe. Echt jetzt? Muss das sein? Da habe ich ja wieder so einen kleinen gesehen. Was ist das? Eine Maschinenpistole? Ich glaube, die hebe ich mir noch mal kurz auf. Eine kleine Uzi. Ah, okay, ich verstehe.
Ah, er ist wieder neben mir, hä? Alles klar. Will ich dort lenken? Boah, Alter. Da sind mir doch glatt. Da ist mir doch glatt die Brille verrutscht. Meine Fresse, hab ich mich erschrocken. Na, na? Nein, ich will zweimal einen Uzi haben. Sehr schön. Sogar eine Trophäe erhalten. Okay. Was zum Henker? Oh, ich muss mal kurz meine Brille wieder justieren. Okay. Geht weiter, Leute. Alles klar, was war das denn gerade bitte? Sorry. Oh. Komm, holen wir uns die doch gleich mal neu. Wieder einmal wieder gerade rücken. Puh. Also der Typ eben mit seinem Fackel, der hat mich komplett erwischt. Scheiße. So nicht. Oh, das war knapp. Also es wird auf jeden Fall nicht entspannter, das Spiel. Das war auch knapp. Na? Sind hier alle in den Gefängniszellen drin, oder was? Hey, gib mir das Ding! Nein! Fuck. Ja. Ich sehe aber auch echt so gut wie gar nichts mit der Brille hier gerade. Hier ist nicht besser. Yeah.
Scheiße. Sehr entspannt aus. Die ist gerade weggegangen. Ach, da kommt doch gleich was. Nein. Ich will da nicht lang. Ich habe mich doch umentschieden. Ich gehe hier lang. Scheiße, sie ist ja doch hier oben. Was ist denn das mit dir? Kannst du nicht normal laufen? Wow. Die Schrot eigentlich nicht mehr machen. Ist ja schon witzig, die Kleine. Naja. Komische Geräusche macht sie trotzdem. Ah. Alter! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Also das Spiel wird wirklich nicht einfacher bzw. Einladender, es zu spielen. Es wird nicht ruhiger. Was? Dich nehme ich noch mit. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Oh. Josh, der steht auf. Okay. Ein bisschen gruselig. Hey, warum kann ich dich nicht beschädigen? Alter, ein Schlag? Echt jetzt? Oh Mann. Okay. Wie soll denn das erst auf verrückt und psychotisch enden? Haha.
Oh, Gott sei Dank. Stirb doch mal! Oh oh. Oh oh. Ja. Oh. Habe ich ihn? Okay. Aber es sind trotzdem noch überall Geister und so. Ah. Wie ich sehe, ging es diesmal auf und ab für dich. Ohne Schweiß kein Preis, nehme ich an. Oh Mann. Was für eine Horrorshow. Eine Trophy! Meine Brille sitzt immer noch nicht richtig. Multikill 1 minus Präzision 49%. Aber ich bin die ganze Zeit im Einserschnitt. Das ist doch schon sehr gut für mich. Wert hochgeladen. Rising Doom. Ja, hier seht ihr schon. Also das habe ich auch noch nicht gespielt. Bin auch wieder Platz 3. Dieser Bob Washington und Josh Washington sind wahrscheinlich zwei Brüder. Naja. Okay. Hiermit beenden wir das Ganze mal. Es sind wieder zwei Häuser gespielt worden. Man sieht, es geht weiter. Also es sind auf jeden Fall mehr als 4 Häuser. Ey, boah, Alter, das ist so übertrieben warm hier, ey. Boah. Heftig. Ja, voll am Schwitzen. Puh. Wahrscheinlich nicht nur durch die Wärme, sondern auch, weil das Spiel einfach so grandios atmosphärisch ist. Es ist wirklich gruselig, da durchzufahren, selbst wenn man selber nicht lenkt und so, aber das ist, vielleicht macht es das sogar noch gruseliger, weil man den Charakter nicht selber steuern kann. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das wird garantiert nicht weniger gruselig werden. Also ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen, nicht bei den Until Dawn-Machern. Wobei The Impatient nahm am Ende echt drastisch ab. Das war nicht so cool. Ich hoffe aber, dass es hier nicht der Fall sein wird. Somit freut euch auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Until Dawn Rush of Blood mit Boryak. Bis dahin.